zusammen und willkommen zur Videoversion unserer Kodi-Serie. Heute geht es ganz kurz darum, wie man Kodi im Webbrowser steuert. Dafür müsst ihr, wie schon im ersten Teil der Videoserie kurz erläutert, unter Settings, Service Settings und dann unter Control überhaupt erstmal die Nutzung der HTTP aktivieren. Und der wichtige Punkt und seit Version 17 auch wirklich interessante Punkt ist das Webinterface. Standardmäßig ist hier Chorus 2 eingetragen und es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, da irgendetwas dran zu ändern. Wichtig ist also nur, dass ihr hier oben Allow Remote Control via HTTP aktiviert habt, damit ihr zugreifen könnt. Danach könnt ihr Kodi minimieren und im Browser die Adresse eingeben, die euer Kodi hat. Das heißt normalerweise einfach der Rechner und hinten der Port, ihr seht es, 8080 dran. Und schon könnt ihr Kodi ganz normal nutzen über eine, wie ich finde, sehr gelungene Oberfläche. Ihr könnt direkt hier drin abspielen. Das Ganze funktioniert wunderbar flüssig. In diesem Fall ist es halt nur die Steuerung, das heißt das Abspielen erledigt Kodi. Interessant ist das Ganze dann eben, wenn Kodi auf einem Raspberry Pi am Fernseher läuft und ihr hiermit eben die Möglichkeit habt, noch komfortabler als über eine Fernbedienung zu steuern. Das war's, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.